Also ja, ich könnte ihn wirklich zu meinem Tank machen. Den könnte ich gut gebrauchen. Aber ich denke mal, Kampfbindungsangriff. Ich mache erstmal das hier. Und gehe danach auf Tank. Und ja, ein Attributspunkt. Vitalität hat er schon viel. Ich gebe ihm mal mehr Stärke. Und guck mal kurz. Er ist mit einem Eisenschwert der Geschmähten und einem geschmähten Schild bewaffnet. Hat 4,8. Damit genauso viel wie ich. An Erholungszeit. Wo ist eigentlich die Ausdauer? Weil das hier ist Gesundheit. Genauigkeit, Charaktererholung, Präzision habe ich. Treffer bis kritischer Treffer. Ah, potenzielle Chance, dass ein Angriffstreffer erhöht wird. Das ist nicht schlecht. Ausdauerverteidigung. Körperliche Schmerzen. Mhm. Rüstung. Abwehr. Ah ja, dass ich Treffer verringern kann. Will do. Sie hat was Neues zu sagen. Wie hast du das gemacht? Ja, bringt dich verwundert an. Was denn? Im Kriegszelt des Archon hast du ein Edikt so mühelos gewirkt, als würdest du einen Lieferschein lesen. Wie hast du das gemacht? Nun, ich habe es nicht zum ersten Mal getan. Ach, das war doch nichts. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich habe das nicht zum ersten Mal getan. Du hast das Edikt des Feuers auf die Velum-Zitadelle gewirkt. Ich habe davon gehört, wie Kyros Zorn dazu geführt hat, dass sich unter der Festung der Weisen ein Vulkan erhebt. Das war wirklich beeindruckende Arbeit. Eroberung, ja, das war ich. Nun, ich bin beeindruckt. Du hast Kyros Worte mehr als einmal vorgelesen. Es wundert mich, dass du überhaupt noch am Leben bist. Deine Stirnbänder hätten schon längst zur Asche zerfallen müssen. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Man sollte nur anerkennen, was du getan hast. Du bist nicht nur Tunons Schicksalsbinder, sondern auch das Sprachrohr des Oberherrn. Das gibt mir genug Gründe, in deiner Nähe zu bleiben. Ich will sehen, wohin dein Weg dich führt. Das reicht fürs Erste. On it. So, Formation. Ah, die kann ich hier einstellen. Ich kann sogar wirklich die Formationen hier richtig einstellen. Nein, ich kann sie nur ansehen. Also mache ich mal so eine Formation. Wähle die dann auch aus. Ist schon ausgewählt. Jo. Dann bin ich sozusagen in der Mitte und die beiden sind vorne. So, ich habe mir jetzt eigentlich alles angeschaut. Ich könnte noch mal kurz mit der Eisenkommandantin reden. Weil du hast immer noch nichts zu sagen. Für dich haben wir schon eine Quest. Was ist das? Ach, noch 8 Tage bis Kyros Tag der Schwerter. Das Ergebnis kommt näher und die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Aber wir kommen nicht schnell genug voran. Hey, sie schaut an dir vorbei und schreit einem weiten Fernseher so dann was zu. Die Wurfsperre sollt ihr zusammentragen, habe ich gesagt. Das war kein Vorschlag. Sie verschreckt die Arme und schaut dich erwartungsvoll an. Was ist deine Rolle bei den Geschmähten? Ich bin die Kommandantin der Eisenwache, Schwertmeisterin der Geschmähten und Hauptmann des dritten Borealkompanie. Ihre Stimme dröhnt lauter, als ihre Titel aufzählt. Macht dich das nicht zur Stellvertreterin, dass du die Kommandantin bist? Das bin ich, sie verschränkt die Arme. Das Oberkommando ist für mich aber in sehr, sehr weiter Ferne und ich beabsichtige hier nicht, den unsterblichen Graven Ash zu überleben. Während ich also traditionsgemäß der Vollstrecker oder eher die Vollstreckerin der Legion bin, hoffe ich, dieser heiligen Pflicht niemals nachkommen zu müssen. Täuscht dich nicht, Graven Ash ist der Verstand der Geschmähten. Ich aber bin bloß als seine rechte Hand, eine Schülerin seines militärischen Genies. Welche Schlachten hast du schon geschlagen? Lass mich mal sehen, Tore des Urteils, Bastardstadt, eine kurze Ausführung durch Teile von Hafen, dann weiter ins unbeugsame Land. Sie schaut zu dir hoch und fügt achselzuckend hinzu und letztendlich dann hier, Vendrionsbrunnen. Ist ein ziemlich langer Einsatz gewesen. Zurück zu meinen vorherigen Fragen. Was kannst du mir über die Himmelfahrtshalle sagen? Kyros Blick befindet uns die Einnahme der Himmelfahrtshalle, so nennen die Einheimischen das Allerheiligste der Zitadelle, die sich am Fuß vom Turm des Berges befindet.
Sie deutet ihn nach Osten in Richtung der schmalen vertikalen Steinlinie, die alle anderen Punkte am Horizont überragt. Dort befindet sich auch das Basislager der Vendrienwache. Deshalb ist die Eroberung der Himmelfahrzeuge schon immer eines unserer Hauptziele zur Niederschlagung dieses Aufstands gewesen. Aber jetzt geht es um Leben und Tod und wir konzentrieren uns auf nichts anderes als diese Zitadelle. Wer ist der stärkste Krieger in deiner Kohorte? Die Bescheidenheit verlangt, dass ich mich selbst nicht dazu zähle, aber wenn ich die Legion in einer riesigen Phalanx aufstellen müsste, würde ich Zeveus, den Jüngeren, und Barik an die Enden stellen. Zeveus kämpft schon seit ich geboren wurde und Barik, nun ja, sie zögert. Bitte was, ich bin weder taub noch zerbrechlich. Sag schon, was du zu sagen hast. Ich wollte sagen, dass du vermutlich einer der besten Soldaten in der Truppe bist, aber dass man dich wohl kaum in deine vorschriftsmäßige Uniform bekommen wird. Du bist ein guter Soldat, Barik, aber du weißt auch, dass du mir ein Ärgernis bist. Also steckst du mich mit dem Problem in deiner Kohorte zusammen. Es ehrt mich, dass mir einer deiner Besten zugeteilt wird. Loyalität und Gunst. Die Ehre ist ganz mein. Ich hoffe, dass du mich nach dem Ende dieses Feldzugs dabei begleiten wirst, noch mehr Vendrien wird entlang dieses Weges aufzuhängen. Denk nur an die Geschichten, die wir austauschen könnten. Ja. Klar, immer doch. So, gut. Jetzt nutze ich die paar Minuten, die ich noch habe und kehre mal kurz zur Ellaring-Ruine zurück. Das dauert 10 Stunden, 5 Stunden, weil da geht es nur 3 Stunden hin, also kann ich mir das eigentlich leisten, die 3 Stunden zu verplempern. Es ist ja noch ziemlich am Morgen, es ist jetzt 10.17 Uhr. Dann kommen wir gegen Abend im Lager des Scharlachroten Chors an. Mhm. Hinterhalt, dein Wegvertreter hat eine kleine Gruppe, wenn die den Waffen versperrt. Du kommst nicht weiter, bis du dich um sie gekümmert hast. Okay. Ach, herrje, eine Magierin. That's far enough, Fatebinder. Das ist weit genug, Schicksalsbinder. Die Stimme einer Frau dröhnt von einer nahen Felszunge ab. Unter ihrer lockeren sitzenden Reisekleidung erkennst du die Muster einer Aquamarinbaum-Körperbemalung. Schule der Gezeiten. Ihre Kleidung ist mit 12 Knoten aus Seemannsstrick geschmückt. Die Frau wird auf beiden Seiten von Kriegern in der Ausrüstung der Vendrienwache flankiert und stützt sich auf einen aufwendigen Klingenstab, der vor arkaner Magie-Energie pulsiert. Ein ausladendes Stück blauen Stoffes ist über ihren Arm drapiert. In accordance with ancient customs north and south, I offer and request a delay of blade. There are matters we must discuss without fear of reprisal. In Übereinstimmung mit den alten Bräuen des Nordens und Südens schlage ich einen Waffenstillstand zwischen uns vor. Es gibt Angelegenheiten zu besprechen, aber ohne dass eine Seite Vergeltungsmaßnahmen der anderen fürchten muss. Die Frau verbeugt sich tief und senkt ihren Kopf in geübter Etikette. Die Krieger neben ihr, deren Nerven eindeutig angespannt sind, bleiben in Bereitschaftsstellung. In Übereinstimmung mit den alten Bräuchen des Nordens und Südens befolge ich diesen Waffenstillstand. Du bist in einer besseren Position, stumm dreinbringen. Du wirst ein Schicksalsbinder der Archonten der Gerechtigkeit aufhalten. Nicht klug. Renn weg, solange du kannst. Ich stimme mal zu. As is our custom, we are ready to kill to defend our lands, but we kill only in fair battle. We don't slay our prisoners. We know this isn't Kairos' way, but we must have hope. Gemäß unseres Brauches sind wir zum Töten bereit, um unsere Lande zu verteidigen. Wir töten aber nur in fairen Kämpfen und erschlagen unsere Gefangenen nicht. Wir wissen, dass dies nicht Kairos' Art ist, aber wir müssen Hoffnung haben. A few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off chance they still live. If Captain Tarkus Deimos still lives, we would negotiate for his release. Ein paar meiner Leute sind verschwunden und auch wenn sie wohl schon tot sind, muss ich doch der geringsten Chance nachgehen, dass sie immer noch leben. Wer hat man Tarkus Deimos noch lebt? Ja. Würden wir gerne über seine Freilassung verhandeln. Tarkus Deimos ist tot. Tarkus Deimos ist jetzt Teil des Chors. Wir fanden Tarkus Deimos bei den Ehelingen-Ruinen und ließen ihn gehen. Entschuldigung, aber dieser Name bedeutet mir nichts. Angenommen, er wäre unser Gefangener. Was würdest du uns für ihn anbieten?
Ich werde nicht mit Einbrechern verhandeln. Wir sind hier fertig. Takis Demos ist tot. That is as I feared, but thank you for telling me all the same. I prefer closure to wishful thinking. Aha, das hatte ich befürchtet, aber trotzdem danke, dass du es mir bestätigt hast. Ich ziehe einen Abschluss des Wunschdenken vor. If I may make one more inquiry, what of Palox Tyrell? Did he survive? Eine weitere Frage noch. Was ist mit Palox Tyrell geworden? Hat er überlebt? Angehörigen des Schnuffelvolks einen Namen zuzuordnen, ist jedoch relativ sicher, dass sie... Ja, er hat nicht überlebt. Noch ein toter Einbrecher. Egal, nach wem du mich da als nächstes fragst, ich versichere dir, dass nichts getan werden kann. Palox Tyrell ist tot. Sie nickt langsam und sagt für einen langen Augenblick nichts. My apologies, Fatebinder. I had a terrible feeling this errand was in vain from the start. Entschuldige, Schicksalsbitte. Ich hatte ein schreckliches Gefühl, als ob dieser Auftrag von Anfang an vergeblich gewesen ist. I had no expectations that our friends could be saved, as I'm sure the time for swapping prisoners is long gone. But at least I know of what became of them. That'll have to be enough. Ich hatte keine Erwartung, unsere Freundin retten zu können, denn die Zeit für einen Gefangenenaustausch ist schon lange vorbei. Aber wenigstens weiß ich jetzt, was aus ihnen geworden ist. Das muss genügen. Tut mir leid, dass du nicht gefunden hast, nachdem du gesucht hast. Ich möchte dir einige Fragen stellen. We shouldn't be socializing with Oathbreakers. Wir sollten nicht mit den Eidbrechern verkehren. I will entertain them as best I can. After all, understanding is the only hope we have. What is it you wish to know? Ich werde sie so gut ich kann beantworten. Letztendlich ist das Verständnis die einzige Hoffnung, die wir hier haben. Was möchtest du wissen? Warum widersetzt du dich, Kyros? Was versuchst du zu retten? I grew up without my knee bent to Kairos. And if I'm going to bow to someone, let it be another Tearsman. We've ruled ourselves just fine for centuries. So we'll give our lives so that our sons and daughters might rule themselves. Ich wuchs auf, ohne mein Knie vor Kyros zu beugen, und sollte ich das jemals tun, dann nur vor einem anderen Angehörigen des Stufenvolks. Jahrhundertelang haben wir uns ganz gut selbst regiert, und deshalb werden wir unser Leben dafür geben, dass sich auch unsere Söhne und Töchter selbst regieren können. Die jungen Königreiche wurden von ständigen Kämpfen heimgesucht. Du wirst das Kyros-Ordnung vorziehen, nur deine Töchter sind in den Stufen wirklich frei. Warum also gegen Kyros Gleichstellung ankämpfen? Was lässt euch überhaupt denken, dass ihr eine Chance hättet? Unter Kyros Herrschaft wäre eine Magierin wie du aber nicht solchen Aberglauben und Schrecken ausgesetzt. Also, warum gegen Kyros Gleichstellung ankämpfen? There's freedom, then there's trusting idiots with power. Give a man a million marauders, he'll lose sleep worrying over his neighbor's thousand. I prefer my realms ruled by the braver sex. For centuries we've let the lands to the women and the seas to the men. And we did plenty fine until Kairos came around. Wo es Freiheit gibt, gibt es auch vertrauensvolle Idioten mit Macht. Gib einem Mann eine Million Marodeure, dann wird er wegen den Tausend seines Nachbarn schlecht schlafen. Meiner Meinung nach sollten Reiche besser vom tapfereren Geschlecht geführt werden. Geht's noch? Jahrhundertelang haben wir die Lande den Frauen überlassen und das Meer den Männern. Und bis Kyros kam, fuhren wir damit auch ziemlich gut. Ist die Ordnung so schlecht? You make conflict sound like a bad thing. Yes, the younger realm saw frequent battles, but it was never this wholesale slaughter like we've seen of late. No Tearsman ever cast an edict on the soil, or forced prisoners to kill each other, or butchered beastmen tribes. Du tust gar so, als ob Konflikt eine schlechte Sache wäre. Richtig, die jüngeren Königreiche kämpften häufig, aber es gab nie dieses groß angelegte Gemetzel, das wir in letzter Zeit erlebt haben. Kein Angehöriger des Stufenvolks hat jemals ein Edikt gegen das Land ausgesprochen. Gefangene gezwungen, sich gegenseitig zu töten oder Tiermenschenstämme abgeschlachtet. Die Edikte waren nötig und die Tiermenschenstämme waren Barbaren, die den Frieden gestört haben, also kommen wir nicht damit. Unter Kyros Herrschaft wäre eine Magierin wie du nicht solchen Aberglauben und Schrecken ausgesetzt. I doubt life is any better sworn to some mad Archon. I'd rather stand with my fellow Tearsmen. Or, I suppose, stand immediately behind them in the event of an attack.
Das Leben ist wohl kaum besser, wenn man auf einem verrückten Archonten eingeschworen ist. Ich bleibe lieber bei meinem Stufenvolk bzw. hinter ihm, also im Falle eines Angriffs. Bei dieser Bemerkung werfen sich die Soldaten zu linken und rechten schockierte Blicke zu. Ab widmet ihre Aufmerksamkeit ihren Gefährten. Yeah, you heard me. Way things were years back, you'd all be calling me a water witch and conspiring to sell me out to the nearest sage. Just because I'm helping you stop Kairos doesn't mean I've forgotten the hospitality of ages past. Genau, ihr habt schon recht gehört. Vor ein paar Jahren noch hättet ihr mich alle eine Hasserhexe geheißen und versucht, mich an den nächstbesten Weisen zu verkaufen. Nur weil ich euch helfe, Kairos aufzuhalten, heißt das noch lange nicht, dass ich die Gastfreundschaft der Vergangenheit vergessen habe.